Nochmal schnell zur Berechnung von Anziehungskräften der Körper untereinander. Also es geht um die Gravitationskraft. Wenn sich zwei Massen anziehen, wir wollen wissen, wie viel kommt dann dabei rum. Wir hatten jetzt hier ganz schnell mal, in einem anderen Video ist das nochmal zu sehen, hier die Gravitationskonstante, die wir hier einfügen müssen und dann die Massen entsprechend miteinander multiplizieren, durch das Quadrat ihres Abstands teilen und dann haben wir das hier gemacht. Also wir haben hier vorne die Gravitationskonstante, man sieht hier die Einheiten hier. Mit Zahlen, bis hierher gehen die. Und jetzt kommt die eine Masse und die andere Masse. Das war dieser Versuch mit dem Bleiblock. Siehe anderes Video. Und ein Abstand, der quadriert werden muss, Bleiblock zu 10 Kilo Gewicht von 0,1 Meter. Müssen wir aber zum Quadrat nehmen. Daher kommt das. 0,1 Meter mal 0,1 Meter. Ich habe das hier extra rausgeschrieben. So, wenn die Gravitationskonstante mit dieser Einheit angegeben wird, sieht man schön, dass sich entsprechende Meter rauskürzen, dass die Kilogramm und Kilogramm gegen Quadratkilogramm, gegen diese hier, rausgekürzt werden und zum Schluss auch bloß noch Newton übrig bleibt. Jetzt hat man eine andere Überlegung. Die ist ja nicht immer so angegeben, die Gravitationskonstante, sondern die kann ja auch mal anders angegeben werden. Was passiert hier? Ich erinnere nochmal, F ist m mal a und ihm zu Ehren, dem Newton zu Ehren, sagen wir mittlerweile nicht. Das ist ein Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Jetzt kann ich das schon sehr schnell sprechen, sondern das ist ein Newton, das geht schneller. Das resultiert aber daraus, ein Newton ist gleich ein Kilogramm, ne, die Masse, multipliziert mit der Einheit der Beschleunigung, Meter pro Quadratsekunde. Irgendwelche Fragen bis dahin? Das war noch so 7., 8. Klasse. So, und jetzt geht's weiter. Wenn ich diese Gravitationskonstante, hier ist sie nochmal, in Newton mal Quadratmeter durch Quadratkilogramm, hört sich bekloppt an, weiß ich, macht nichts. Wenn ich da das Newton hier in Rot ersetze durch Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde. Hier, ich habe das für das Newton, habe ich das geschrieben. Und jetzt auch noch kürze, dann würde sich Folgendes ergeben, was aber überhaupt nicht gut ist. Ich mache das mal in grün. Ach so, ich mache das mal in grün. Was jetzt übrig bleibt, gucken wir mal. Also diese Einheit wird jetzt gleich zu der Einheit werden. Durch diesen Umformungsschritt. Kilogramm rausgekürzt, hier unten bleibt noch unterm Bruchstrich Sekunde mal Kilogramm und oben drüber steht Kubikmeter. Oh, nee, das war ein Haken zu viel. Kubikmeter. So, jetzt stellt euch mal eine Gravitationskonstante, die Zahl ist nicht so schlimm, aber mit so einer blöden Einheit vor, Kubikmeter pro Sekunde und Kilogramm. Und das in so einer Rechnung, dann ist aus. Dann sieht keiner mehr, dass hier wirklich Newton rauskommt, sondern dann fängt jeder an zu rätseln und sagt, jetzt muss ich das wieder rückentwickeln, das ist ja furchtbar. Solche Rückentwicklungsübungen, die können wir alle mal machen, dann habt ihr es nämlich in der 11. auf jeden Fall und in der 12. sowieso leichter. Also mit SI-Einheiten umzugehen, heißt dann wirklich auch mal ganz einfach aus Volt die verrücktesten Geschichten mehr zu machen. Also aus elektrischen Einheiten chemische oder mechanische Einheiten zu machen. Hier gibt es eine Frage. Ja, siehst du, jetzt kam ich nämlich selber ins Schleudern. Hier diese zwei hier, die hatte ich hier vergessen hinzumalen. Also hier Quadratsekunde. So komisch. Also, wie gesagt, so komisch, ist aber trotzdem sehr komisch, sodass man hier nicht weiterkommt. Wie gesagt, die Übung machen wir später. Da gibt es auch schon einige Videos dazu, wie man aus solchen SI-Einheiten wieder vernünftigere, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel hier macht. Noch weitere Fragen?